RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Berlin, du bist so wunderbar. Berlin. Man sage hier: Hey Moat, was geht? Hast du gerade was vor? Nee, eigentlich nicht. Ist ja Feiertag. Da geht doch nicht viel. Was will man da groß machen, wa? Am 1. Mai? Heute ist ein besonderer Feiertag. Und du weißt doch, zum 1. Mai planen die Gewerkschaften immer so Reden. Und dieses Jahr sollte doch auch so ein Megakonzert sein. Das klingt gut. Ganz gut. Jo. Und wo genau soll das sein? So genau weiß ich das auch nicht. Lass uns doch mal in der Meißnerstraße treffen, Alter. Dann werden wir das schon finden. Jo, können wir machen. Ich würde dann aber sagen, wir treffen uns bei Werner lieber. Eine Stunde später. Mensch, Werner, mach doch mal hin. Echt mal? Es kann doch nicht sein, dass du länger beim Umziehen brauchst wie Gabi und Caro. Werner, Mann. Na mir doch, Rille. Dann zieh halt deine alten Kommunistenklamotten an. Außerdem, das Che Guevara-Shirt von letztens, das kannst du auch anziehen. Und ich gebe wieder mein Cap, da siehst du ganz gut aus mit. Hey, nix gegen meine Buttons. Das ist eine Art Lebenseinstellung. Das eine ist Piratenpartei und das andere ist Goodnight White Pride, Alter. Das ist eine Art Protest. Mensch, da ist doch nichts bei. Ich meine, okay, an Moats Kappi sind ein paar Buttons drauf, wo seltsam sind. Aber besser, wie als wenn wir hier nur eine Stunde warten, nur weil du dein Bühnenoutfit suchst. Sieht doch ganz schick aus, Werner. So, hier noch mein Cappy und mal gucken. Wow, das sieht gut aus. Jetzt sieht Werner ja fast aus wie ein Jugendlicher. Man könnte ihn glatt für einen Autonomen halten. Nochmal, naja, so ist das. Los, auf geht's zur Meißner Straße. Irgendwas war da noch heute. Na, egal, auf geht's. 30 Minuten später. So, da wären wir am Meißner Straße, aber mal Spaß beiseite, Alter. Irgendwas ist anders als sonst. Was? Du hast Stroh 90 mit, Werner? Aber ich glaube, das meint Mord nicht. Glaube, der meint, dass hier sonst nicht so viele Polizeiautos stehen. Stroh 90? Irre, zeig mal her die Flasche. Nicht dich, Werner. Zeig mal her die Flasche. Cool. Da vorne bewegt sich eine Menschenmenge auf uns zu. Ich wusste doch, dass heute hier irgendwas ist. Na Lego, der NPD-Aufmarsch. Ach du Scheiße, lass uns mal gehen. Ach du Scheiße. Die NPD? Nee, krass. Vorsicht, Deppmann-Anmarsch. Boah, ey, die blöden Kunden, die versammeln uns unseren 1. Mai hier. Ich glaube, wir sollten alle drei noch schleunigst untertauchen. Apropos drei, wo ist denn Werner? Ach du Scheiße, der steht da vorne. Der will sich den Marsch bestimmt von vorne anschauen. Ja, die denken nun sicher, Werner ist ein Alternativer. Oh Mann, Alter, die haben den Molly auf Werner geschmissen. Puh, zum Glück. Knapp verfehlt, nur sein Hosenbein flammt ein wenig. Lass uns mal hin. Ja, und Werner, ey, Werner, hu. What? What? Werner, ich lösch dich, Alter. Hey, ich schütt dir das Zeug hier aus der Flasche drüber. Hey, keine Angst, Alter, ich rette die gute Hose. Moat, du Spacke, nein. Nun brennt Werner richtig. Mann, wie blöd muss man sein? Ich mein, wer will schon ein Feuer mit Stroh 90 löschen? Weiß ich doch nicht, dass das Zeug so flammt, Mann. Lass uns das mal Werner löschen. Ich hab ne Idee, mit unseren Jacken, mal schnell. Puh, das war krass. Ey, Alter. Werner, huhu, alles okay bei dir? Naja, ein bisschen Ähnlichkeit mit Niki Lauda hast du ja nun schon. Boah, Mensch, nach so viel Aufregung habe ich einen übelsten Brand. Ganz genau, den löschen wir. Und ich weiß genau wo, nämlich in der Schenke. Da bin ich bei, Alter, da bin ich bei. Aber irgendwie blättert Werners Haut. Psst, Lenny, nicht so laut. Der muss das nicht merken, der steht noch unter Schock. Na, brüllt er rum wie eine Sau. Alles bestens, auf geht's, in die Schenke. Berlin.